So Leute, hier sind wir wieder. Sonne, Mond. Ich bin Mond. Es scheint One-on-One momentan zu sein. Ich habe momentan etwas höheres Level, was aber nichts bedeutet, meines Erachtens nach. Spiel wurde aufgegeben. Geil. Starte Runde. Okay, ich glaube, es geht jetzt los. Was zur Hölle? Da war es, was? Moment eben. Okay, ich bin tot. Hallo. Na, wie geht's? Ich habe nicht so das Gefühl, ich kann dich besiegen. Du hast diese Runde verloren. Ich glaube nicht, dass ich überhaupt eine gewinnen kann. Wir können es ja mal anders versuchen. Dieses Gift zieht halt Schaden durch Rüstung ab gerade. Sie ist auf der anderen Seite. Ich werde die nicht besiegen können, die ist viel zu gut, Alter. Die Waffe ist viel zu krank, die sie hat. Ich habe 6 HP. Ich weiß gerade nicht mal, wo sie ist. Ich glaube, sie hat halt noch volle HP. Super. Hallo, hoch da. Da ist er. Wo ist jetzt hin? Hinter mir. Ja, die Waffe ist krank. Weil sie damit halt direkt durchschießt. Also durch meine Rüstung. Meine Rüstung hat damit einfach nichts mehr zu tun. Es ist einfach pur meine Dings. Mein Kopf ist gerade geplatzt, glaube ich. Wie viele Runden muss ich denn spielen? Ich will mit dir ins Team. Nein, nein, nein. Oder wollen wir 2 gegen 1 versuchen? Das werden wir nicht schaffen, Alter. Glaube ich, oder? Also ich bezweifle es, weil die ist wirklich gut. HP ist da in der Mitte anscheinend. Ich hatte das Gefühl, mit Schwert hatte ich die meisten Chancen.
gegen sie. Ich muss auf jeden Fall mein Teammate Deckung geben. Da ist er. Wow. Da war er. Ah, das gibt's nicht. Ich liege schon. Ich kann mich auch nicht drehen. Boah, Alter, ich hasse dieses Krabbeln, ne? Und ich lebe. Danke. Aber wie schnell die mich jetzt weggeballert hat, Alter. Ich bleib jetzt echt beim Teammate, ey. Macht keinen anderen Sinn. Da hinten ist er. Ich hab nicht mal Soak Ready, Alter. Ich hätte ja gerne Soak Ready, damit ich es einmal anziehen kann. Ich glaube, mein Teammate sieht's ja im Endeffekt nie. Sie ist unten gewesen. Bitch. Sie ist down, glaube ich. Aber sie schießt noch. Und ich habe keinen Bock zu sterben. Ich habe jetzt noch 4 Giftladungen. Oben rechts kann man das sehen auf mich drauf. Ah! Diese Runde ist gewonnen und ich gehe auch noch drauf. Geil. Aber du weißt, kann. Wer hat den Kill gemacht? Ja, okay. Zu Recht, er hat es auch verdient. Ich habe es nicht gerissen, Alter. Obwohl ich so gut abgefangen habe. So, ich bin auf dem Weg, mein Freund. Da oben ist er. Alter, ey. Die Waffe ist so imbar. Lol, die ist schon down? WTF? Wie schnell hat er die down bekommen? Wuhu. Da ist der Kopf weg. Alter, wie schnell hat er sie down bekommen? WTF, ein Schlag. Kann ich hier auch raus irgendwie? Oder muss man 3 Runden machen? Ich weiß es jetzt nicht. Aber ich will im Gewinnerteam sein, das steht fest. Also PvP ist hier krieg dich krank, Alter. Ich meine, meine Ausrüstung war ja sogar schon zu stark und ich habe sie runtergesetzt. Aber das, was die... auch trotz runtergesetzter Ausrüstung dabei haben, ist ja richtig krank. Sie ist schon wieder down. Er one-hittet sie wirklich. Er läuft immer hier außen lang, weil man hier außen anscheinend irgendwo diese Kristalle oder so, denke ich mal, einsammeln kann. Irgendwie sowas zumindest.
Du hast diese Runde gewonnen. Ja, es ist ja nicht mal ein ehrenhafter Sieg, Alter. Ich mache ja gar nichts. Der Typ one-hittet sie ja ständig. Das, auf jeden Fall liegt sehr kranke Fähigkeit dabei. Also er läuft auf jeden Fall immer hier außen irgendwo hin. Aber oben, ich glaube ganz oben, oder? Kann das sein? Komm, lauf. Ach, du dumme... Manchmal will sie einfach keine Wände hochlaufen. Ich komme da auch gar nicht so einfach hoch, merke ich gerade. Ich weiß auch nicht, ob da oben wirklich was ist, muss ich zugeben. Das ist einfach nur Vermutung von mir. Auf jeden Fall hat er Energie und die muss er ja auch irgendwo her haben. Ah ne, das war mein Teammate. Ich dachte, sie lief hier gerade. Wieso kann ich manchmal einfach keine Wände hochlaufen? Die springt einfach nur bescheuert gegen und manchmal tut sie es aber ohne Probleme. Auch ohne mein Einverständnis, interessanterweise. Ist hier drin irgendwie was? Ich sehe nichts. Jetzt versteckt die sich einfach, oder wie? Scheint so. Sie scheint es jetzt einfach irgendwo zu verstecken. Aber ich habe halt immer noch null Energie. Ich weiß nicht, wo er die herholt. Was man ja mal machen könnte, ist mal. Okay, er ist schon hier unten am Gucken. Lol. Was auch mal das jetzt wieder war. Hoch. So. An der Steuerung muss ich mich noch gewöhnen. Hier ist Energie, das weiß ich, aber das sind 50 nur. Damit kann ich ja unmöglich so eine Attacke durchführen, ey. Oder? Ich würde sagen nicht, weil 50 ist ein bisschen wenig für sowas. Für einen One-Hit. Was haben wir hier? Was bist du? Hast du mich gerade angequietscht? Böses Ding. Ja, die versteckt jetzt einfach nur noch irgendwo. Oh Boy ist beigetreten. Das ist sehr schön, dass du beigetreten bist, mein Freund. Achso, ich hatte ja in einem der letzten Parts einen Abbruch. Das habt ihr vielleicht gemerkt, dass mein Spiel vielleicht verreckt ist. Ihr habt aber nicht viel verpasst. Im Endeffekt haben wir das Ziel ja sogar schon gesehen. Ich habe die Mission dann nochmal offscreen nachgeholt und ich kann euch sagen, da war nichts mehr. Da war absolut nichts mehr. Der arme Hobo, der jetzt die ganze Zeit warten muss. Das ist auch immer wieder cool zu sehen, was ich hier für Kletter... Die muss doch irgendwo sein, die Bitch. Das ist nur mein Schild, was jetzt gerade. Okay, das war mein Teammate. Ich höre Schüsse. Er wird nicht sterben. Aua. Ich lass mich auch wiederbeleben. Ich meine, guck mal, der ist 2 Punkte über mir, der andere ist erst 1 Punkt über mir. Und wie extrem stark die im Vergleich zu mir sind. Na gut, aber ich werde das jetzt hier auch beenden. Ich habe keine... Was für ein Abbruch, dein Fortschritt bleibt. Ja, wie lange muss ich denn spielen?
Wir werden die nicht besiegen, mein Freund. Das werden wir nicht, ne. Da liegt der erste. Forever. Ja, dann werde ich gleich leaven. Ich mache nicht mal Schaden auf den. Guck dir das. Ah, doch, 18. Ja, gut. Das ist verloren. Was hat er denn da für Waffen? Zeig mir doch mal deine Waffen, du Pisser. Boah, komm, guckt euch mal die an. WTF. ich kann nicht in meine Escape nehmen. Okay, just stupid PvP. Du hast diese Runde verloren. Echt, you don't say. Dürft ihr bitte verlassen, Missionsabbruch. Okay. Gut, damit hätte ich euch dann auch mal PvP gezeigt. Ich bin jetzt aber nicht noch in der Gruppe mit denen, ne? Nee. Ja. War, finde ich jetzt ein bisschen sehr enttäuschend. Vielleicht auch einfach nur, weil ich es nicht kann. Weil ich es nicht kann. Kann natürlich auch sein. Was hätten wir denn? Was haben wir denn rausgenommen? Hier fehlt auf jeden Fall einer. Was haben wir denn hier rausgenommen? Ausdehnung, ne? Den haben wir rausgenommen. Verbesserungen. Hier haben wir nichts rausgenommen. Verbesserungen. Hier haben wir den rausgenommen. Verbesserungen, hier haben wir auch einen rausgenommen, ne? Beide sogar, okay. Tutorial. Schalte deine Kräfte frei. Die Dünner verbessern. Suche die alten Wege. Das sind diese hier. Das sind. Nutze die Auto-Install-Funktion, bis du mit den Mod-Systemen vertraut bist. Mods werden auf viele Wege gesammelt und die meisten Ausbeute von bestimmten Gegnern gefunden werden. Der Codex und der Produktion erlauben es dir, Gegner zu scannen und zu lernen, welche Mods sie fallen lassen. Aha. Kenne deine Mod. Name, Verbesserung. Was ist Konklave? Steht das hier? Abzug. Das brauche ich, um diese Mod auszurüsten. Polarität. Im Verbesserungsmenü wirst du sehen, dass Mod-Slots meistens eine Polarität haben. Mods auf Slots mit gleicher Polarität zu installieren, wird den Abzug drastisch verringern. Während nicht übereinstimmende Mods mehr Kapazität verbrauchen. Ja gut, das weiß ich. Fusion. Ja gut, das weiß ich auch. Dieser Wert trägt zu deinem gesamten Konklavenwert bei. Dieser schränkt ein, in welchen Konklaven du kämpfen kannst. Gegenstand Upgrade, wo ist das? Steht hier gar nicht. Beschreib den Effekt der Mod. Wo ist denn die Upgrade? Name für Besserung, Konklave, Ausrüstung. Ich kann auch blind sein. Seltenheit bestimmt, wie selten die Mod ist. Ja, das hätte mir jetzt auch gedacht. Ausnahmsweise. Fusion, eine Mod zu sammeln, ist nur der erste Schritt. Die meisten Mods können durch einen Vorgang namens Fusion verbessert werden. Du kannst die Stärke eines Mods erhöhen, indem du sie mit anderen Mods fusionieren. Fusionieren so Mods. Ja, ja, fusionieren habe ich auch schon mal gezeigt. Das muss ich auf jeden Fall machen. Plane deine Fahrt sobald genug. Ja, das sieht schon geil aus. Also das Mod-System ist hier wirklich das A und O, habe ich so das Gefühl. Weil man kann hier wirklich viel raus machen. Wie gesagt, man könnte jetzt hier auch noch umwandeln, aber ich habe jetzt gerade nicht mehr genug, um irgendwie umzuwandeln. Weil die dürfen nicht abgegradet sein und sowas. Na gut, wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder, wenn es weiter mit den Missionen geht. Mit den richtigen Missionen und nicht dieser Bullshit. Ich danke fürs Zusehen, Leute. Bis dahin. Ciao.